Herzlich willkommen, meine Freunde von Fettspielen, zu einem neuen Elektro. Mein Name ist Tim und ich spiele für euch Outlast. Hören soll. Und es soll ein ziemlicher Horror sein. Ich habe den Kopfhörer aufgezogen, der mir kickt. Ja. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Jetzt nochmal hier einstellen. Stellen den Gamma-Wert in die gerade noch zu. Also mal ganz ehrlich, ich sehe ja gar nichts. Bisschen auf hier, ne? Jetzt gucken wir mal die Optionen, was es hier so gibt. Aha, das lassen wir alles so. Und ja, dann starten wir doch mal, ne? Schwierigkeit ist gerade normal. Outlast enthält schwere Gewalt, Blut. Du schlüpfst in die Rolle von Abschuh. So netter Ehrgeiz. Eine Reise durch die Hölle auf Erden beschrieben. Nach Gott. Bleib so lange wie möglich am Leben und halte alles auf der Kamera. Bleib dir keine andere Wahl, als wegzulaufen, dich zu. Speicherstand. Das Spiel gibt es übrigens, wenn ihr einen PSN Plus Account habt. Müssen wir auch mal die PlayStation hier nutzen. Controller. Und keiner zockt was. Ich habe zwar zu Hause auch eine PlayStation 4. Neck mal. Das ist ja lang gesehen. Und jetzt schauen wir uns das hier mal an, ne? Hier will ich auch unbedingt. Was ist für Sagen? Warum gehst du auch hier hin, ey? Aber hat er nicht.
fucking dunkel. Leute drin. Gott. Ich gerne in ihr. Eine Meile vorab. Ah, okay, das hat er aufgeschrieben. Über Licht an. Gott, die... Dieser körnige... hier rauskommen. Erstmal chill. Patient behauptet.
darf. Das machen sollte. Gott. Gänsehaut. Little fake. Oh, fuck. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Alter, was machen die hier für crazy stuff? Sorry, aber was ist das für einer? Der bleibt doch da nicht sitzen.
fucking this. Oh, das ist ein Trick. Die Tür zu machen. Tolles Let's Play, wenn ich hier so will. Alles gemeuchelt. Zu hier. Trip. Gott. One oder sowas? Ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen Break, ja. Ich erhole mich mal ein bisschen. Ist nicht viel passiert, aber es hat mir gereicht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.